Willkommen zur Reinkarnation eines seit Jahrzehnten regelmäßig geführten Duells in Age of Empires und mit mir in der Leitung. Ihr seht ihn heute nicht, aber ihr hört ihn gleich. Heinrich Lehnhardt. Hallo, Jörg, sind wir jetzt hier bei diesem friedlichen Gesellschaftsspiel, das du mir versprochen hast? Wie hieß das nochmal? Ja, genau, diese Koop-Partie, die ich dir versprochen habe. Nur, dass hier steht Spieler 1 und Spieler 2, aber das macht nichts. Ja, weil Jörg hat mir nämlich gesagt, der Witz bei Age of Empires 4 ist, das ist jetzt rein kooperativ, man kann auch gar nicht mehr kämpfen. Es geht nur noch darum, schöne Städte mit hübschen Bäumchen und niedlichen Schafen aufzubauen. Genau, aber jegliche Mauern oder Baracken oder so etwas, das gibt Abzug in der Endwertung. Die solltest du also nicht bauen. Und genau. Wenn Leute von mir kommen, dann besuchen die dich nur. Das sind Nachbarn. Aber die apropos Nachbarn und Leute, was spielen wir denn? Ja, also ich nehme die Engländer, oder? Die sind so vorausgewählt hier. Ja, du willst es ja nur einfach machen, weil es gibt ja hier, sehr hilfreich übrigens, so Sternchenwertungen, was den Schwierigkeitsgrad, also das heißt Schwierigkeit, also die Komplexität wohl angeht. Und die Engländer, die kann ja jeder spielen. Die sind wohl relativ leicht. Und mich willst du mit irgendwas Anspruchsvollem. Aber da können wir gerade kurz gucken hier. Du spielst das auch ordentlich mit deutschen Texten. Sag doch mal kurz, was haben wir denn überhaupt für Völker? Also wir haben die Engländer, wir haben die Chinesen, die Franzosen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, die Mongolen und die Russ und das Delhi-Sultanat und die Abbasiden-Dynastie. Ich habe eben was mit Kriegselefanten gesehen. Ist doch nur das ist das Delhi-Sultanat. Aber da steht Schwierigkeit 3, das heißt wahrscheinlich für den Gegner. Schwierigkeit 3 für den Gegner. Ja, und ich glaube, ein Gag ist auch, dass sich die Fraktionen noch stärker unterscheiden, ne, als in Age of Empires 2, was ja ähnlich ist in vielerlei Hinsicht. Ja, die haben mehr als nur ein paar unterschiedliche Werte. Aber komm, ich möchte losspielen, entscheide dich mal. Was nimmst du? Ja, also wenn wir uns hier auf ein friedliches Miteinander einigen, zumindest in der Anfangsphase, dann kann ich mal gucken, ob ich hier die Delhi-Sultan-Jungs bis zu den Kriegselefanten führen kann. Die beste Einheit im ganzen Spiel, neben den Schäfchen. Okay, sehr mutig. Dann würde ich sagen, nehmen wir vielleicht keine Mikrokarte, da gehen wir sofort aufeinander los, sondern eine kleine Karte, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja, du kannst doch nicht die Engländer spielen, das ist doch viel zu leicht. Dann mach doch zumindest hier das Heilige Römische irgendwas Reich. Die sind immerhin auf 2 Sternchen. Wollen wir mal kurz gucken, die kenne ich zwar nicht so, aber kein Problem. Ja, ich kenne mich ja mit gar nichts aus, dann ist das einigermaßen gerecht. Dann machen wir doch Gebirgspass. Ich glaube, das ist lustig. Da haben wir so unser eigenes Reich ein bisschen am Anfang. Gut, dann wäre ich bereit. Machen wir noch die beiden Plätze zu, die es noch gibt. Es ist privat und dann könnten wir von mir aus starten. Ja, also ich bin bereit. Das Delhi-Sultanat hat ja schon mal eine unangenehme Flaggenfarbe. Wie schön hingegen ist das Heilige Römische Reich. Ich dachte, wir spielen im Team zusammen und sind Freunde. Ja. So ist das. Bei dir steht aber No-Team. Kein Teamplayer. Man sieht ja schon in den ersten Sekunden, ob es einer kann oder nicht. Bei mir ist es so, ich benutze nicht die offiziellen Kürzel. Ich habe auch Probleme mit der Tastatur. Moment, so jetzt. Okay, hier, das sind Bäume, Holzfällercamp, das weiß ich. Genau. Ich kenne mich aus. Und ich habe ja auch schon hier meine Beerenpflücker losgeschickt, weil meine Fraktion pflückt Beeren 25% schneller und das ist kriegsentscheidend, das wissen alle. Ja, meine Leute, die sind einfach geil auf Reliquien und das ist so etwas, was die dann machen können. Die können Reliquien einlagern in ihre Bergfriede und dann werden die gepusht und so. Die Anfangsdorfbewohner, die sind, glaube ich, nicht ausreichend für das ganze Spiel. Da sollte man... Nein, das solltest du schleunigst nachholen, genau, nachbauen. Da sollte man Nachwuchs in Auftrag geben. Genau. Wenn das immer so einfach wäre, ne? Wir brauchen ein paar Steuerzahler mehr für all unsere Versprechen. Damit da was in die Rentenkasse kommt. Klick, klick, klick. Was ist denn das für ein Router?
Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt laufen dir die Schafe hinterher. Warum? Nein, nein, böses, böses Schaf. Pfui. Oh. Vielleicht kurz zu den Regeln der Partie, während hier meine erste Schafsherde an Land gebracht wird, sozusagen. Wie immer ist Wild und Schaf am Anfang eine sehr viel schnellere Nahrungsquelle als die umständlicheren Sachen, aber auf die Dauer muss man natürlich dann auf Felder Aber nur, umschalten. wenn man so langsame Bärenpflücker hat, wie der heilige Langer. Ich habe die Du hast die Speed-Bärenpflücker. Das macht super, den genau, die Unterschied. super Feller. Und wie ihr oben links seht, muss ich entweder alle feindlichen Wahrzeichen zerstören. Das ist im Prinzip aktuell nur Heinrichs Sehr komisch. Dorfzentrum. Oder ich kann ein Weltwunder richten. Oder ich muss alle heiligen Städten der Karte unter meine Kontrolle bringen. Das sind so die Regeln für diese Partie. Und Heinrich und ich haben uns ohne drüber zu reden, darauf geeinigt, dass wir so die erste Viertelstunde uns mal in Ruhe lassen. Oder, Heinrich? Ich dachte, wir lassen uns in der ganzen Partie in Ruhe, Ja, aber das lieber machen nur wir auch. besser eine Viertelstunde als gar nichts. Jetzt habe ich hier mein erstes Gefecht mit einem räudigen Wolf, das ich aber für mich entscheiden werde. Meinem mutigen Aufklärer. Und schön ist auch, dass man die Späher also auch so ein bisschen durchschalten kann und so. Also, Sie haben in Sachen Übersicht schon einiges getan, das muss man sagen. Hier lohnt sich jetzt fast schon ein Holzlager, dann ist der Weg nicht so weit. Vor allem dann noch etwas später. Aber sag mal, so mit den Zoom-Stufen haben Sie es nicht übertrieben. Ich spiele das hier gerade bei mir maximal rausgezoomt und Ja, jetzt. das ist nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Ich hätte da gerne Ja. noch so ein, zwei Stufen mehr, ja. Und Das auch muss ich beim auch sagen. Reinzoomen. Also da bilde ich mir fast ein, die Age of Empires 2 Definitive Edition, die zoomt doch flexibler, ne? Ja, ich glaube zumindest, wenn du auf 4K spielst. Oh, was hast denn du da für schöne Gärten? Was? Das Wie? ist Wo? ja, Moment, Moment, das habe Moment. ich ja gar nicht. Ich will nach Hause gehen. Wie Gärten. Wovon redet der Mensch? Ich glaube, ab dem dritten Zeitalter, da gibt es dann Steine, ne? Und was soll ich jetzt hier mit irgendwelchen Genau, Holz. also um in die zweite zu kommen, bräuchte ich 400 Nahrung und 200 Gold. Das seht ihr gerade, bin ich weit davon entfernt, vor allem weil ich doch meine Nahrung so ein bisschen sehr vernachlässige, muss ich gerade selbst sagen. Aber kann ja noch kommen. Was der Typ hier macht, habe ich noch nicht so ganz kapiert. Ah, der kann. Aha. Inspiriere die Zieleinheit. Kann man das auch automatisieren? Das ist ja lästig. So, das soll jetzt mal. Moment. Ach, das soll mal als Anfangsarmee reichen, Was, damit ich Armee? nicht Welche dauernd Armee? neue Nahrung verbrauche. Wovon Und redet dann er? muss ich mal mit den Häusern weitermachen. Wie immer kann man mehrere auf einmal bauen, kein Problem. Man muss es auch nicht übertreiben. Genau. Und Gold habe ich schon mehr als genug. Und jetzt kommt auch die Nahrung rein, so soll es sein. Und in. Ah, oh, ich bin schon so weit. Hahaha. Wenn man mal kurz nicht aufpasst. Und jetzt kann ich hier entweder die Aachener Kapelle oder Meinwerkpalast bauen. Und da mache ich doch die Aachener Kapelle. Ich habe doch eine Schwäche für Kultur. Und guck mal mit dem Einzugsgebiet. Ja, Ja, ich glaube, da ich will dich hinten. nur auch nicht wirklich unterbrechen, aber ich stehe auch hier vor der Wahl. Will ich hier eher was Religiöses oder was Militärisches? Und ich glaube, der Siegesturm, der gefällt mir besser. Da gibt es nämlich dauerhaft einen Angriffsgeschwindigkeitsbonus auf Infanterieeinheiten, die sich in die Nähe dieses Landmarks, wie heißt das bei dir, Wahrzeichen. Wahrzeichens begeben. Und das machen wir doch mal. Du, ich glaube, gerade sind einige deiner Schafe in mich reingelaufen oder sowas. Wolltest du mich mit einer Schafsgeheimarmee hier überfallen, oder? Die Schafe waren ein aggressiver Akt. Ja, das ist Also, das. schöner Also, ich lasse Ausdruck. dir das nochmal durchgehen, Heinrich, aber ich finde das nicht so nett, was du da abziehst.
Sehr hübsch finde ich jetzt auch die Bauarbeiten an diesem Wahrzeichen. Also wird das so richtig so mit Gerüst und so. Also im wirklichen Leben geht es nicht ganz so flott, aber spektakulär ist jetzt die Grafik nicht, aber man hat sich schon Mühe gegeben und schon ganz ansehnlich. Wenn man sich mal verbaut hat, kann man das da eigentlich wieder abreißen? Habe ich noch gar nicht Ja, probiert. Naja, das ginge, das okay. geht. So, jetzt muss ich aber hier ein bisschen mal die Ernsthaftigkeit erhöhen Oh. und mal ein bisschen was bauen auch. Das gefällt mir jetzt noch nicht so sehr, was ich hier bislang geleistet habe. Wenn du sagst, ein bisschen was bauen, dann klingt das irgendwie immer so, als würdest du damit bedrohliche militärische Einheiten Nein, meinen. ich baue Schmieden, ich baue Truppen. Übungsplätze, weißt du, damit die keinen Blödsinn machen. Aber schön, ich werde ja auch vom Spiel hier auf was hingewiesen, nämlich auf eine der Besonderheiten meiner Fraktion, also hier mit Pfeilchen. Guck mal, es ist die Moschee nämlich fertig. Und du kannst jetzt hier deinen ersten Gelehrten bauen. Das ist eine Einheit, die nur meine Fraktion hat, nur das Delhi-Sultanat kann die produzieren. Und ich lese mal das gerade aufmerksam durch. Kämpfen können sie nicht, aber ich kann sie in der Moschee stationieren, um Technologien schneller zu erforschen. Und ja, ansonsten, was Priester machen. Also sie können auch ein bisschen heilen und Gegner konvertieren, was wir ja nicht machen würden. Nee, das wird man niemals machen. So, ich habe es gerade über den Marktplatz mal ein bisschen ausgeglichen, was ich da so fehlgesammelt habe an Ressourcen. Jetzt sieht es schon, finde ich, viel besser aus hier. Nur, dass ich es geschafft habe, meine Mühle, also ehrlich, es ist ja ein echter Anfängerfehler. Man lässt immer die neuen Kacheln um die Mühle herum frei. Das ist doch wirklich Ja, nichts, wo man groß überlegen müsste. daran habe sogar ich gedacht. Das ist schön, da ist nur so ein Bäumchen, aber auch mehr am Rand. Sehr hübsch. Ist auch gut, weil, also wenn ich das vergleiche mit den Beerenpflückern bei mir am Anfang, also das ist schon ziemlich leer gepflückt, muss ich ja sagen. Die werden jetzt bald zum Feldarbeits-Getreidedienst abkommandiert. Oh, was ist das? Was ist das? Greifst Weiß du mich nicht. schon wieder an, indem du zu Hause rumstehst? Moment, ich muss gerade ein Gebäude platzieren. Das ist Hier, jetzt kein günstiger Augenblick für mich. gewaltbereite Arbeiter bedrohen meine Speer mit ihren Äxten. So eine Axt ist verdammt Was? gefährlich. Wo war das? Moment, jetzt bin ich wieder geistig anwesend. Wo ist das passiert? Oh, Ally under Attack, das ist jetzt. Ach, da hinten. Ach, und auch noch so Leute mit Pferden. Das ist ja lästig. Also ich würde ja gerne irgendwelche Steinmauern errichten. Und vielleicht habe ich auch schon die Ressourcen dazu, während Jörg hier seine Energien mit solchen Spaziergängen verschwendet. Oder Ausritten besser gesagt. Also, das Haus des Lernens, Technologie. Ja, okay. Ich glaube hier, ich habe hier was Defensives auch zur Auswahl. Okay, oh ja, mehr Mauern bauen. Infanterieeinheiten können Steinmauern bauen. Oh, und billigere Mauern. Billigere Steinmauern. Genau, was ich brauche. Ja, also Reiter sind vor allem gegen Bogenschützen sehr gut. Rückzug, Rückzug. Okay, wo sind die Jungs Und mit den gegen Speerträger Mikado-Stäbchen? eher schlecht, aber gegen die feindlichen Speerträger sind meine Schwertkämpfer sehr gut. Also man muss es immer so ein Och bisschen Gott, sind nach das dem viele. Moment. Nein, nein, Papierstein-Schere-Prinzip nein, 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 so machen. geht das nicht. Oh Gott. Wie lästig. Aber ich ziehe mich mal zurück hier. Das wird mir zu gefährlich mit deinen schießenden Bauern. Aber ihr seht durch die Aufregung gerade, oh, der Burggrafenpalast oder die Regnitzkathedrale. Nimm noch mal was Ich glaube, ich Friedliches. möchte den Burggrafenpalast. Und damit der Heinrich auch was hat, platziere ich die mal einfach, dass er mal was Schönes sieht. Platziere ich die einfach mal hier in diesen Pass rein. Sind es eigentlich alle Felder bewirtschaftet? Das sieht nicht so aus. Also ich habe es nicht wirklich im Griff, was ich hier mache, muss ich mal ehrlicherweise sagen. Landwirtschaft vernachlässigen wegen der militärischen Abenteuer. Ich darf auch mal feststellen, dass wahrscheinlich die Bewohner in Heiniland viel glücklicher und zufriedener und satter Das mag sind. ja sein, aber weißt du, wenn wir dann eure, ich hätte jetzt fast gesagt, Frauen und Schafe uns holen, um sie bei uns anzusiedeln,
Aber in Wahrheit sage ich, euer Land nehmen, dann freuen sich meine wiederum mehr. Wie viele Steine haben wir? Nicht genug wahrscheinlich. Okay, wir fangen mal so an, so in die Richtung. Okay, Bob, ja. Oh, das wird aber eine große Mauer. Ich glaube, ich habe mich da etwas verschätzt, wie viel ich wirklich hier schützen will. Aber wie viele Leute habe ich hier beim Steineabbau? Vielleicht sollte ich das noch etwas intensivieren. Und schon wieder Häuschen bauen. Ja, es ist nicht leicht. Ich komme wieder ans Limit. Vielleicht liegt es ja an meiner wachsenden Armee. Aber Heinrich, ich habe jetzt einfach mal zwei Speer bei dir hingeschickt und die massakrieren ohne mein Zutun deine Warum Steineklopfer. warnt mich Also, da keiner? das solltest da schon mal was dagegen tun. Also, ich ziehe sie jetzt weg. Sollte da nicht ein deutlicher Hinweis kommen? Ja, man muss die Hinweise aber halt auch deuten. Also, ohne dir jetzt Vorwürfe machen zu wollen. Jetzt reiten sie weg. Warum kann ich da jetzt nicht? Also, so einige Feinheiten des Mauerbaus erschließen sich mir jetzt nicht. Ja, das kann hakelig sein, das ist korrekt. Gibt es da eine bestimmte Regel, die ich beachten soll? Aber ich habe hier Was? so einen schönen Winkel und jetzt kann ich da. Ah, jetzt wieder. Okay, einfach so lange rumfummeln, bis es ihm passt. Okay, warum nicht? Was sind das für Geräusche? Moment, da drückt man auf die Space-Taste, korrekt. Wow. Jetzt kommt er natürlich. Aber warum gehst du nicht dahin, wo die Mauer schon steht? Ich wollte mich hier nur positionieren, dann sind deine Leute tatsächlich auf mich zugelaufen. So, ich habe gerade gemerkt, ich sollte vielleicht auch ein Tor in meiner Mauer haben, dass meine Leute auch rauskommen. Ach je, ja, ich habe nicht so viel Standardinfanterie, merke ich gerade. Wo sind die nur alle hingekommen? Oh, aber die Mauer sieht super aus. Das heißt, du hast eine Mauer. Das heißt, ich muss irgendwann mal auch was so an Belagerungsgeräten wahrscheinlich haben, oder? Ja gut, Muss ich wenn du mich mal immer drum über die kümmern bei offene Seite Gelegenheit. kommst. Also ich merke schon, also in einem ernsthaften Spiel wäre diese gemächliche Defensivtaktik. Ich glaube, es hat schon Sinn und Zweck, dass man bereits frühzeitig Holzpalisaden errichten kann. Ich dachte mir, das spare ich. Aber ja, also wenn man bis ins dritte Zeitalter wartet, Was mir alles nicht sehr so gut leicht. gefällt, ist die optische Darstellung, zum Beispiel dieser Goldader. Das sehe ich jetzt einfach direkt in der Grafik. Ich habe quasi nichts mehr. Und darum ziehe ich jetzt zu dieser hier um und kann auch das hier zerstören, sobald ich es nicht mehr brauche. Okay, ihr geht mal zum Gold. Oh, die Steine sind aber auch nicht mehr. Oh, reicht's noch für die andere Mauer? Habe ich jetzt gar keine Steine mehr, die ich abbauen kann? Wo ist der nächste Steinbruch? Wahrscheinlich habe ich den weggemauert. Und das jetzt rächt sich auch, wenn man am Anfang nicht ordentlich erkundet, ne? Das ist also auch nicht ideal. Aber jetzt schauen wir mal, was ich dann noch zu sta. Oh, der hat schon trompetet. Was kann das wohl sein? Okay, lass uns mal kurz. So, lass mich hier nochmal schnell noch eine Mauer ziehen. Du hast ja nicht eilig. Nein, also ich muss überhaupt erstmal meine Belagerungsgeräte Konstruktionsdings bauen. Das Das dauert ist auch noch ein bisschen nicht. bei Jetzt hat er mir. schon. Ich habe noch nicht mal alles ordentlich eingemauert und dann macht er schon Belagerungsgeräte. Das ist eine Frechheit. Was brauche ich denn fürs vierte Zeitalter? Das könnte ich auch demnächst schaffen, wenn ich mehr Gold hätte. Also Gold ist gerade mein limitierender Faktor. Darum bringe ich da jetzt einen Prälaten, wenn ich noch einen finde. Ich habe auf jeden Fall die bestaussehendste Einheit. Also so ein Kriegselefant, das gibt einfach mehr her. Da sind auch Leute mit Bögen serienmäßig dabei. Oh, das ist ja beeindruckend. Wahrscheinlich kostet das deswegen so viel Geld, weil ich meine, so ein Elefant, der kriegt ein paar Erdnüsse und er ist zufrieden. Oh, jetzt meint sie aber einer ernst mit seiner Burg. Oh, was ist das jetzt hier? Moment. Oh, und da kommt tatsächlich ein Kriegselefant. Und der sieht aber echt gut aus. Komm doch mal in Ah, meine ich brauche noch Richtung, dann kann ich mir Verstärkung. Wo genauer anschauen. ist denn mein sonstiges Militär? Ja, die Mauer ist noch nicht fertig, dummerweise. Du wolltest doch meine Mauer abwarten. Was soll der Scheiß?
Dein Kriegselefant ist doch zu mir gelaufen. Ui, der hat sogar zwei davon. Jetzt wird aber noch ein bisschen geheilt, aber, weil nämlich da meine Gelehr... Okay, jetzt soll ich nicht... Okay, das sind aber viele... Ja, ich habe ein bisschen wenig normales Personal. Das ist jetzt sehr bedauerlich. Und was machen diese Leute, die da schreien? Ach, das sind deine Heiler? Da laufen sie, die Feiglinge. Dann trompeten wir noch einmal hinterher. So. So, du musst dich jetzt sammeln. Hoffe ich mal. Und ich versuche hier noch, die Mauer muss sein. Das ist der, so. Wie war das, der Schutzwall für die sozialistischen irgendwas. Was war damals die Ausrede? Ja, genau. So, und ich muss noch rauskriegen, ob ich denn einfach so auf einen bestehenden Abschnitt der Mauer noch einen Turm nachträglich, also wie Renovierungsarbeiten sozusagen. Ginge das drin? Oder ich kann im... Ich kann hinter der Mauer den Turm bauen. Das geht ja auch, oder? Ist ja noch sicherer. Oder ist das doof? Was empfiehlst du denn? Also es gibt die Türme, wie du schon welche hast, die meine ich aber nicht. Es gibt auch Türme, die du quasi an die Mauer direkt dran baust. Die meine ich. Und wie entferne ich? Left-Click, Delete Building. Ja. Dann kriege ich einen Mauerabschnitt weg, aber nicht die ganze Mauer, oder? Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Oh, ein schwäbischer Palast oder ein Elsbach-Palast. Also da, es tut mir leid. Aber nee, eigentlich ist der Elsbach-Palast für mich gerade besser. Den mache ich nämlich mal ganz frech jetzt hier hin. Und dann schicke ich da mal meine ganzen Arbeitslosen hin, die nichts zu tun zu haben scheinen. Weil ich es auch nicht ganz im Griff habe vor lauter Heinrich beleidigen. Dann können wir hier einen kleinen Hinterhalt legen. Und immer dran denken, auch die Geräte zu schützen. Ich kann übrigens bestätigen, du kannst auch so einen Bogenschützen auf die Mauer schicken. Da brauchst du nicht unbedingt einen Turm. Ach, dann springt der einfach hoch oder was macht der da? Ja, einfach einen Rechtsklick auf die Mauer und dann was? Tata! Tatütata, wieso, warum? Oh, ich muss mal gerade hier ein paar Holzfäller ins andere Lager schicken, sonst wird meine Mauerstrategie nicht aufgehen, weil die hier seine Bresche schlagen für den Feind. Das ist nicht ganz so sinnvoll. Okay, also die eine Mauer sieht super aus. Ich will noch mal kurz meine Mauer bewundern, bevor die irgendein Idiot zerstört. Und die andere Mauer, da habe ich jetzt einen Turm davor gebaut. Ja, vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Was, also ich was, mag was, ja diese Trebuchets, die haben was, sowas. Wo kommt denn das hier? Sowas Schönes. Was ist denn das? Moment. Dann war hier ein paar Leute auf die Zinnen. So sehr beeindruckend, wie jetzt die Leute hier in die Ferne schauen. Ah, und hätte ich hier noch ein zweites Tor gebaut. Weit außerhalb ihrer Reichweite natürlich. Hätte er nur ein zweites Tor gebaut. Okay, also das haben wir auch etwas vernachlässigt. Dann würde man etwas zügiger in die Schlacht ziehen können. Ja, das wird jetzt hör mal zu schießen. Jeder, dass ich bin Schwerträger aber auf seine Elefanten setze. Ich habe irgendein dass ich Gebäude, meine, wo ich Sachen davor Waffenknechte kann. Auf seine Nahkämpfer eher schicke. Und natürlich die Reiter, klar. Die gehen auf die Bogenschützen. Wo war mein Forschungsgebäude? Ich bin verwirrt. Aber eigentlich ist das auch gerade gar nicht so nötig, weil Heinrich ist einfach, wie soll ich das sagen, sowohl qualitativ als auch quantitativ leicht im Nachteil. Ja. Du hast wahrscheinlich auch jeweils mehrere Militärgebäude gemacht, ne? Das ist auch nee, habe ich jetzt gar nicht gemacht, weil mir das gar nicht so... Weil... Das beschleunigt dann doch die Produktion erheblich. Du könntest dann auch mit Doppelklick, das habe ich ja auch mal irgendwann gelernt, dann auch beide gleichzeitig quasi auswählen und so weiter und so fort. Also. Ja, genau. Aber das hatte ich jetzt noch gar nicht gemacht, weil wir spielen so geruhsam vor uns her. Da dachte ich, brauchen wir das gar nicht. Ja, okay. Gut, also ich komme da mit der Einheitenproduktion nicht nach, aber immerhin, bis zu den Elefanten bin ich gekommen. Aber die sind jetzt auch nicht die Allheil-Allzweckwaffe, muss ich ja doch mal selbstkritisch feststellen. Und ich habe jetzt mehrere Chancen zu gewinnen. Ich kann einmal da diese ganzen, also zwei sind sie nur auf der Karte,
heiligen Stätten einnehmen. Oder, jetzt muss ich allerdings ein bisschen aufpassen, sonst tust du mir Aua. Oder aber ich kann gucken, dass ich dein Wahrzeichen zerstöre. Also das Wer würde denn sowas tun? Barbaren. Und was man halt jetzt leider auch merkt, ja, das heißt Moment. Leider... Moment, Bogenschützen, heim zu Mutti. Man merkt halt einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, mehr Masse zu haben. Also ich mache das schon Ach, richtig im Großen und Ganzen. Also ich setze die richtigen Einheiten gegen seine ein, aber letzten Endes ist es doch sehr die Masse. Und jetzt wird hier sein Dorfzentrum zerstört von meinen Trebuchets. Ja, zoom nur ordentlich ran, genieße es. Und mein einsamer Ritter kommt jetzt auch mal vorbeigeritten. Wenn du dich an sowas erfreuen kannst, das ist ja schön für dich. Was sagt uns das über Jörgs Charakter? Ich bin mir keiner schon bewusst. Meine wehrlosen Bäuerinnen werden da abgestochen. Ich meine, also, welcher Mensch macht Was ich wirklich schön sowas? Finde, ist dieses prozedurale Zerstören von Infrastruktur. Ja, da kommt der Nachschub. Bis zum letzten Schaf wird hier verteidigt, ich sag's dir. Ja, das sieht so aus, als hätte das Schaf gewonnen. Da liegt ein toter Ritter von dir und das Schaf steht daneben und macht bäh. Ah, ja. Aber ich muss auch deine Wunder zerstören. Das ist eine ungewohnte, ja nicht erwartete Komplikation. Na, dann müssen wir noch ein bisschen weitermachen hier. Was ist denn das so? Das hier ist doch ein Wunder bestimmt, oder? Wunder gibt es immer wieder. Not accessible. Warum kann ich keine... Ach ja, du hast ja mein Stadtzentrum zerstört. Moment mal, jetzt kann ich ja keine neuen Leute mehr herstellen. Doch, du hast noch ein zweites. Was? Glaube ich. Also das reparierst du gerade, glaube ich, oder so. Ah, nee, es ist Landmark. Jetzt hast du, glaube ich, nur noch das hier hinten, was zählt. Ja, und irgendwann kann man wie früher einfach alles nehmen und ihm reinschicken. Da passiert dann nichts Schlimmes mehr. Ich gucke jetzt nur noch zu. Ich wehre mich nicht mehr. Also wir reden jetzt über den Friedensvertrag. Wo klicke ich jetzt hin, um Friedensverhandlungen zu beginnen? Ich kann dir einen Tribut zahlen. Da gibt es den Button mit Jörg ich kann dir, oh, vorbeischicken. Ich bin zu spät für dich. Ich wollte dir gerade 10 Gold überweisen. Aber Heinrich, ich hab eine gute Nachricht für dich. Also... Du warst einmal, so etwa 30 Sekunden nach Spielbeginn, war deine wirtschaftliche Entwicklung besser als meine. Oh, guck mal, also so bis im zweiten Zeitalter? Ja, wollte ich gerade sagen. Du hast das dritte Zeitalter vor mir erreicht, mehrere Minuten vor mir. Also dadurch habe ich gewonnen. Und man kann nicht sagen, dass du dich nicht immer bemüht hättest. Ach je, schon leicht der Unterschied bei den Punkten. Ja, okay. Ja, aber wir wissen doch alle, es ist alles hier vorgeplant und du kriegst dein Schmerzensgeld, extra Honorar, ich hab, das du mich hast wirklich gewinnen lassen. Ich habe null Punkte Technologie. Ich habe irgendwann, ich glaube, der Blacksmith, ne, habe ich gebaut und ich habe das Gebäude dann irgendwie nicht mehr gefunden. Okay, können wir noch eine Partie werden? Aber, liebe User, ich hoffe, das hat als ein ganz kleiner, nicht so ernst gemeinter Einblick in die Multiplayer-Funktionalität von Age of Empires 4 gereicht. Ich danke dir, Heinrich, dass du dir Zeit genommen hast für diesen kleinen abendlichen Spaß. Ich bin 3 Zentimeter größer als noch vor einer Stunde und werde hier mehrere Beweis-Screenshots machen und in alle Social Medias posten, die ich so kenne. Aber ich bin ein guter Gewinner, ein fairer Gewinner. Und ja! Und danke euch und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.